War das eine lange Reise und niemanden gesehen von früher. Schade. Oh, aber hier gibt's erstmal Essen. Das ist gut. Wo bin ich hier bloß? Und was sind das für Bücher? Okay. Ja. Hier wächst ganz schön viel Essen. Wo ich hier wohl gelandet bin. Essen, das ist gut. Da ist ein Fluss. Ach, da ist ja noch mehr Essen. Das holen wir uns natürlich auch noch. Das kennen wir ja noch aus der alten Stadt, aber was ist das da hinten? Das sieht aber... Was ist das? Okay. Hier irgendein Monster? Nein. Ich bin ganz ohne Waffen hier. Okay, das ist mir alles neu, aber hier geht ein Weg lang. Ja, gut. Wo bin ich hier bloß? Da ist so eine Kreatur. Was ist das da hinten? Endlich eine Stadt. Oh. Da springt jemand umher, okay. Ja. Interessant. Ich höre schon wieder so eine Kreatur und schnell weg. Aber wo bin ich hier? Ein Schwein. Da steht jemand und angelt. Interessant. Gucken, ob ich hier jemanden finde, den ich kenne.
Oder ob es überhaupt Menschen gibt, die auch auf mich zukommen, weil die lassen mich ja wohl anscheinend ganz normal durch die Stadt gehen. Ja. Loop. Der Name sagt mir was aus den alten Society-Zeiten. Den kenne ich überhaupt nicht. Hier steht gar kein Name dran. Okay. Ja. Bist du auch endlich mal aus Society gekommen? Ja. Wie geht's? Wo bin ich hier? Die Welt heißt Skooka, soweit mir bekannt ist. Gesundheit. Skooka. Okay. Das kriegst du auch hin. Ihr zwei kennt euch? Guten Tag. Hallo. Ja, von der anderen Dimension. Okay. Wie bist du hierher gekommen? Ich hab keine Ahnung. Irgend durch ein Portal. Okay. Ich bin hier anscheinend jetzt der Arzt. Ja, ich hab grad nicht mal. Das ist ein guter Witz gewesen. In Society dauerhaft gestorben und hier der Arzt sein. Hier bin ich noch kein einziges Mal gestorben. Lässt sich ändern. Tipp, achtet auf die Ratten. Die können Pest übertragen. Auf die was? Ratten. Hier gibt's Ratten. Seit wann ist von Society der Landsherr hier? Hä? Ja. Achso. Oh, ich... Oh, wow. Du meinst von Avalon, ne? Der Landsherr. Ja. Die sind überall. Oh mein Gott. Soll ich dir ein bisschen die Stadt zeigen? Ja, gerne. Ist denn sonst noch irgendjemand aus Society hier gelandet? Kennst du Blackie? Den schwarzen Drachen, natürlich. Den schwarzen Drachen? Die ist ja ein Bespieler. Für mich war sie immer schwarz in Lost Woods, ja. Sonst hat keiner gesagt, dass er von Society kommt. Vielleicht ist er noch mehr hier, aber keine Ahnung. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich würde bei der Besichtigung gerne mal mitkommen, weil ich habe mich irgendwie vergessen alles. Oh wow. Bist du gerade irgendwo? Ja, ich bin durch die Wälder gezogen und habe dann zwei so eine riesen Bauten da hinten gesehen. Ach, die Arena und das komische Schloss. Keine Ahnung, was das war. Es war sehr groß, aber ich bin froh, dass ich unterwegs Nahrung gefunden hatte. Sonst wäre ich irgendwann noch gestorben. Dann wollen wir ja mal die Stadt sehen. Hier vorne ist die Kirche. Warum hast du auf deinem Rücken so ein ekelhaftes Fleisch? Ich habe eigentlich mein Schwert hier. Auf meinem Rücken. Dreh dich mal um. Ich hab... Nee. Nee, dann kommt das von dir. Du hast das da auf dem Rücken. Man sieht manchmal von Leuten das, was man in der Hand hat. Also am Rücken hat. Okay. Bei mir haben sie mein Schwert am Rücken. Okay. Also hier vorne ist die städtische Kirche. Was denn? Wo kommt das Zeug jetzt her, was ich habe? Es gibt in der kleinen... Das habe ich auch bekommen. Okay. Aber ich glaube, in der Stadt brauchen sie das nicht. Solange hier keine alten Opas rumrennen, die sagen, die können Feuer spucken. Nein, aber hier gibt es genug irgendwelche Magiers, die etwas komisch sind, und ein Wissenschaftler. Aber der ist ganz nett. Okay. Also hier vorne ist die Kirche, die kaum benutzt wird. Ja, das, wo ich auf dem Dach drauf gespawnt bin, aufgetaucht bin.
Spinntier gespawnt. Getroffen. Gewacht gewesen. Da oben? Sie sind da lebensmüde. Frag mich nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich gehe eigentlich selten auf Häuser, dich eigentlich nie. Ja, Höhenangst? Korrekt. Blacky hat auch Höhenangst, aber die kriegt das soweit im Griff. Okay. Hier vorne, das schwarze Brett, wo neue Informationen stehen. Das ist was Neues und so. Das ist aber extrem weit oben. Also das schwarze Brett bei uns in Society sah besser aus. Das war wenigstens schwarz. Ja. Ah, das klingt interessant. Stadtwachenleitung. Ja, Stadtwachen suchen sie seit der eine nicht mehr hier ist. Der ist nicht mehr aufgetaucht. Also er wird auch nicht mehr wahrscheinlich auftauchen. Das wäre doch der ideale Job für mich. Das war ich ja in Society in Avalon und dann, als ich im Exil gelebt habe, war ich ja auch auf mich allein gestellt und musste überleben. Ja. Das überlege ich mir einfach mal. Hier ist die Post. Die Eulenpost nennt man so gut. Das sind Eulen, man angeblich durch mehrere Gläser. Durch Scheiben, die haben Eulen. Also so erklärt Snow es. Aber gab's in Avalon nicht auch eine, die Snow hieß? Ah, die hieß doch Snow White, glaube. Die klingen ja alle gleich und sehen auch fast so aus wie die in, in Society. Aber anscheinend sind es aber andere Personen. Okay. Ich lass mich überraschen. Hier vorne, das Rathaus. Können wir mal reingehen. Hier kann man sich einen Briefkasten holen, wenn man ein Haus hat. Vorne. Die Dinger kenne ich doch noch. Die Verkaufsautomaten? Ja. Hier vorne im Atlas, falls man seinen verliert. Interessant, hier stehen nicht mal Preise. Die stehen eigentlich in dem Automaten drin. Ansonsten ist hier, wenn mal irgendeine Notfallsitzung ist. Okay. Das macht dann Flint. Flint. Der leitet hier die Schreinerei und die Schmiede. Okay, ja. Die werde ich bestimmt noch alle irgendwann mal kennenlernen. Hier vorne hätten wir den Bauernhof. Den sollte man aber nicht betreten oder die Felder betrampeln. Da wird Judy ganz böse und kann man gleich mal auf den Putz bekommen. Sollte man vorsichtig sein. Deswegen hat sie ringsherum hier was gebaut. Naja, bei meinem Charme werde ich sie schon irgendwie besänftigen können. Wow. Der Charme. Ich war so lange alleine unterwegs. Ich brauche irgendwann vielleicht mal eine Frau. Na, sie haben dann jetzt. Hier ist der Marktplatz. Wo die Leute auch aufstellen. Es gibt jetzt aber auch einen Store, einen Zeigestrand. Oh, da wird jetzt das meiste Zeug gelagert. Was bringt eigentlich dieses Schwert da? Das soll eins der stärksten Schwerter sein. Ah, die Geschichte weiß ich selber gerade nicht im Kopf, ne? Aha, okay. Dann hier oben die Schmiede von Flint. Die ist erst neu, weil die Fuchsschmiede derzeit nicht da ist. Waffen, Rüstung und so. Also ich habe auch eine Rüstung an, die man nicht wirklich sieht. Und die auch echt gut ist.
Achso, also hier kriegt man dann quasi dann diese Rüstung. Okay, gab es nicht noch einen anderen, der das auch gemacht hat? Einmal der Merlin, aber der ist derzeit nicht so oft da. Der war gestern einmal da zur Arena-Eröffnung und ansonsten Flint macht das hier auch echt gut. Er brennt schon wieder ein Baum. Jetzt brennt hier die ganze Zeit was. Irgendwas. Okay. Aber dieser heiße Luft spuckende Möchtegern-Feuermagier ist nicht hier, oder? Nein. Gut. Ich glaube, den wird wahrscheinlich auch keiner hier sehen wollen. Den lasse ich wieder verpuffen, wenn es sein muss. Ich gebe ihm gerne ein Schwert in der Hand. Haben Sie schon eigentlich Pläne, was Sie hier machen wollen? Nö. Als Jäger kommt man hier nicht wirklich weit. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Sie haben ja ein Krieger-Herz. Ja, ich werde mich bei der Stadtwache bewerben, bestimmt. Mhm. Dann kann ich ihr meinen alten Repair geben, weil den dürfen wir nicht mehr nutzen, den dürfen nur die Stadtwachen nutzen. Ja, aber dann erst, wenn ich den Beruf wirklich habe. Vorher noch nicht, sonst kriege ich vielleicht noch Ärger. Kommst du dann einfach auf mich zu? Ja. Deswegen.